Nachdem wir ja jetzt in Russland die Abhängigkeitserfahrung gemacht haben und darum hat das Vertrauen gekostet, wieder ein deutscher Alleingang, der in Westeuropa bei Frankreich Enttäuschung hinterlassen hat. Mhm. Und die ganze Rhetorik wird in Amerika bestimmt mit großem Kopfschütteln kommentiert werden. Das ist ein weiterer außenpolitischer Schaden. Die Vorstellung von Herrn Scholz ist eindeutig. Natürlich müssen wir auf singuläre Abhängigkeiten achten. Dazu gehört übrigens eine saubere Analyse, von welchen Produkten, von welchen vielleicht auch Rohstoffen wir singulär abhängen von China. Dort müssen wir beginnen, neue Handelsbeziehungen aufzubauen. Und deswegen war Herr Scholz auch in anderen Teilen der Welt unterwegs. Deswegen ist es gut, dass wir zum Beispiel jetzt, wo die Grünen ja lange zurückhaltend waren, mit Kanada, mit dem Freihandelsabkommen vorankommen. Wir sollten gleich mit Südamerika weitermachen. Wir müssen neue Handelsbeziehungen aufbauen. Das gibt uns weniger Abhängigkeit und Stärke. Frau Baerbock mag die China-Strategie schreiben auf Papier. Aber der Kanzler macht die China-Politik. Er macht es einfach. Er setzt die Hafenbeteiligung Chinas als Staatskonzerns gegen 6 Bundesminister durch. Und er macht diesen Kurs, wie Sie es auch beschrieben haben, so einer, sozusagen ein Basta-Solo-Kurs. Genau, wer ihn nicht versteht, ist halt eben zu dumm dafür. Wir müssen alles dafür tun, damit wir von den seltenen Erden nicht mehr abhängig sind, so schnell es geht, weil wir wissen, dass Länder wie China und gerade China imstande sind, im Falle von politischen Differenzen, diese gegen uns auszuspielen. Und das sehen wir jeden Tag, gerade wenn man sich anschaut, wie wir mit großer Geschwindigkeit die Gasspeicher befüllen mussten, die am ersten Tag des Krieges in der Hand einer russischen Staatsfirma waren und dementsprechend leer waren. War ja kein Zufall. Und dass das sich nicht wiederholt im Falle von China, das ist die zentrale Aufgabe. Die Bundesregierung und die Europäische Union setzt immer noch auf das Nuklearabkommen als das wichtigste Ziel europäischer deutscher Politik und setzt dafür auf das Regime. Keiner mag das, alle sind gegen das Regime. Aber die Politik der Bundesregierung und der Grund, warum es Tage gedauert hat, bis die Außenministerin überhaupt was gesagt hat, der Grund, warum sich der Bundeskanzler überhaupt nur in Tweets äußert, ich meine, man könnte ja auch mal im Originalton in der Lage, in der die Frauen einen, und die Männer auch inzwischen, einen unglaublichen Mut beweisen, gefoltert werden, getötet werden. Und wir wissen nicht, wo es hinführt. Es ist eine Status-Quo-Orientierung der europäischen und deutschen Politik, anders als die amerikanische Politik und die kanadische Politik, die das trennen, die sagen, wir wollen auch das Nuklearabkommen, aber deshalb werden wir an Unterstützung für die Demonstrierenden kein bisschen nachlassen. Das ist eine andere Politik, die gemacht wird, hier in Deutschland, und die halte ich für falsch, weil es an einem Status quo klammert, nämlich dem Nuklearabkommen, von dem ich glaube, dass die Hardliner sich sowieso schon durchgesetzt haben. Also es gibt es, sie klammern an etwas, was schon verloren ist. Das Nuklearabkommen, die Hardliner spielen auf Zeit. Sich jetzt vorzustellen, dass wir Sanktionen liften für ein solches Abkommen, ist auch nicht mehr realistisch. Und dass das der Grund ist, jetzt, und so empfinden es eben die Protestierenden, dass die wichtigste Stimme in Europa, Deutschland, sie nicht Partei ergreift, sie im Stich lässt und schwach ist. Ich will Ihnen sagen, warum wir nicht nur aus kleiner Hamburger Sicht auf diesen Deal gucken, sondern wir müssen ja sehen, dass wir in Europa eine massive Konkurrenzsituation zu anderen Häfen haben. Und es geht gar nicht um das China-Volumen insgesamt. Das verändert sich gar nicht, das Handelsvolumen zwischen der Europäischen Union und China. Aber die Wege können sich ändern. Und es geht nicht, dass wir einen wichtigen Hamburger Hafen, der für Deutschland eine nationale Bedeutung hat, dass wir ihn abkoppeln von dem, was alle anderen europäischen Häfen machen. Aber das fordert ja keiner. Das ist genau das Ergebnis, wenn man diese Entscheidung anders getroffen hätte. Ja. Denn in Rotterdam, in Antwerpen, überall, in Marseille, in allen großen Häfen, ist es branchenüblich, dass sich andere Reedereien, Costco, aber auch weitere, an den Terminals beteiligen. Ich finde, das ist so ein Leitmotiv von Olaf Scholz Außenpolitik, diese Reise wieder. Diese Tatsache, dass das, was er selber halt für richtig hält, für das es vielleicht auch Argumente gibt, aber die werden dann den Partnern so vor den Latz geknallt und er macht sich auf die Reise. Und wenn die anderen zu doof sind zu verstehen, was damit, dass das eine geniale Idee ist und genau die richtige Strategie, dann ist das Pech für die Franzosen oder Pech für die Amerikaner oder für die gesamte Europäische Union. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch seine Außenpolitik.
man mit einer Wirtschaftsdelegation, wie sie jetzt eben bestanden hat, nach China reist und auch die Wirtschaftsdelegation sich nicht sonderlich kritisch dann in China äußert, was ich jetzt auch nicht erwartet habe, aber wäre ein gutes Signal gewesen, dann ist das vielleicht nicht das richtige Signal zur richtigen Zeit gewesen. Und man hätte wenigstens darüber nachdenken sollen, ob man die Delegation ein bisschen anders zusammensetzt oder ob man vielleicht auch noch mal klarere Messages schickt, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Also Menschenrechtsverletzungen, aber auch Verletzungen von Handelsrecht, das Säbelrasseln gegenüber Taiwan, das sind alles Dinge. Also ich meine, wir sehen ja, dass China sich weiter mehr von sowieso schon Autokratie zur Diktatur entwickelt. Mhm. Und da muss man klare rote Linien ziehen. Was ist das für ein Umgang, dass erst Annalena Baerbock aus dem Ausland was Richtung Kanzleramt rüberruft und dass danach Rolf Mütze nicht zurückschlägt und Baerbock Sätze nichts anderes als unhöflich und undiszipliniert nennt? Ich kann vieles nicht nachvollziehen, was mein wundervoller Freund Rolf die letzten Tage so von sich gegeben hat, auch in anderen Fällen dahingestellt. Annalena Baerbock arbeitet. Aber ist ja der Fraktionschef. Der ist SPD. Richtig, ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Egal wer er wäre, auch im Falle der Ukraine, sagt er Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht die zentrale Baustelle. Die zentrale Baustelle ist, dass Annalena Baerbock damit auch sehr klar und deutlich gemacht hat, wie die Leitplanken sind der China-Strategie der Bundesregierung, die sie federführend schreibt. Und das ist, China immer wieder festzunageln, an internationalen Regeln gebunden zu sein und die Frage der Menschenrechte auf keinen Fall liegen zu lassen.